zusammen, Fabian hier. Heute möchte ich über ein etwas spezielles kleines Indie-Spiel namens Icy sprechen. Das ist mir aus mehreren Gründen ins Auge gefallen. Zum einen seine Herkunft, denn Icy kommt aus China und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die chinesische Indie-Szene ist etwas, von deren Existenz ich bisher nicht mal wusste. Wenn ich an China und Gaming denke, dann fällt mir in allererster Linie E-Sports ein. Meine langen Jahre mit Dota, sowohl als Spieler als auch als Zuschauer, dürften da dieses Bild zum großen Teil geprägt haben. Da ich aber immer wieder daran interessiert bin, andere Kulturen und ihre Medien kennenzulernen, war ich sehr interessiert, was Icy so bringen wird. Zuerst einmal erinnert das Spiel sehr an japanische Action-Titel. Die Protagonistin wirkt sehr wie eine Anime- oder Manga-Heldin und das Gameplay ist klassische 2D-Action-Kost. Aber sofort nach dem Tutorial wird klar, dass Icys Kampfmechaniken im Grunde nur eine Verkleidung sind. Darunter verbirgt sich eine Narration, die mit dem Spiel an sich nur wenig zu tun hat. Und hier muss ich mal kurz die Bremse ziehen, denn man kann Icy kaum detailliert besprechen, ohne das Spiel zu spoilern. Und Interessierten möchte ich nur ungern die Überraschung nehmen. Steht ihr auf obskure und interessante Titel? Seid ihr bereit, euch auch durch Spiele durchzuspielen, die teils gravierende Mängel haben, nur um etwas Besonderes zu erleben? Dann kann ich euch nur empfehlen, das Spiel zu kaufen und euch die 2 bis 5 Stunden Zeit zu nehmen, die es dauert, um es durchzuspielen. Je nach Plattform gebt ihr dafür 8 bis 15 Euro aus und für Interessierte ist es das alle Male wert. Also alle, die keine Spoiler haben wollen, sollten jetzt ausschalten. Weiter geht's in 3, 2, 1. Der zweite Grund, warum ich an Icy außerordentlich interessiert war, ist, dass es oft mit einem Spiel verglichen wurde, das ich überaus schätze. Und zwar The Stanley Parable. Für alle, die den besten Walking Simulator aller Zeiten nicht kennen, erkläre ich mal kurz, worum es darin geht. Man spielt den namensgebenden Stanley, eine langweilige Bürodrohne, der eines Tages feststellt, dass all seine Kollegen verschwunden sind. Der charmante britische Erzähler des Spiels geleitet uns dann durch die Geschichte, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Dabei hat man an jeder Ecke die Möglichkeit, vom Pfad abzuweichen. Das geschieht zum größten Leidwesen des Erzählers, denn dieser will doch nichts mehr, als dass man sein Spiel spielt. Daraus entspinnen sich wiederum mehr und mehr Pfade, von denen einer absurder und komischer ist als der andere. Dabei dekonstruieren die Entwickler nach und nach alle möglichen Klischees und Konventionen von Videospielen auf äußerst humorvolle Art und Weise. No, 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 this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Ähnlich wie in Stanley Parable hat man auch in Icy einen Erzähler. Dieser schaltet sich in das Spiel ein, sobald man das Tutorial geschafft hat. Beide Spiele haben ebenfalls gemein, dass die lineare Hauptgeschichte, durch die der Erzähler einen geleiten möchte, der schwächste Teil des Spiels ist. In beiden Fällen erinnern sie mich an die furchtbaren Kurzgeschichten, die ich als junger Teenager verfasst habe. Im Fall von Icy kommt leider erschwerend dazu, dass der Erzähler den Charme vermissen lässt, den The Stanley Parable so ausmacht. Das ist vermutlich auch die größte Hürde, die man als Spieler zu nehmen hat. So ist mein Podcast-Co-Host Paul zum Beispiel schon nach kurzer Zeit ausgestiegen, weil ihm der Erzähler so auf die Nerven gegangen ist. With Icy's defeat of Jack, she can rest easy as she pursues Judas. Yes, follow my words. Go left. Sobald man sich jedoch vom Hauptpfad des Spiels abwendet, wird es sehr interessant. Hier wird der Erzähler zum Sprachrohr des Entwicklers. Zum Beispiel beschwert er sich, wenn man immer wieder seine Anweisungen ignoriert. Manchmal macht er dem Spieler Vorwürfe, manchmal verhandelt er. Aber immer versucht er, alles in seiner Macht Stehende, um den Spieler zurück zu seiner Geschichte zu lenken. Dabei wird er immer undankbarer und aggressiver dem Spieler gegenüber. Er wird hämisch und erfreut sich an unserem Versagen. Er wird immer verständnisloser für unser unlogisches Verhalten. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie ein Spieldesigner vor seinem Bildschirm sitzt und frustriert mit ansieht, wie ein Let's Player sein Spiel ins Lächerliche zieht oder wie Kritiker übertrieben harsch bewerten.
Jeder, der schon mal erlebt hat, wie Jim Sterling oder Yahtzees Zero Punctuation ein Spiel zerreißen, der kann sich wohl vorstellen, wie unangenehm das für einen Entwickler ist. Dabei will ich überhaupt nicht abstreiten, dass harsche Kritik nicht auch fair sein kann oder dass Spieler nicht das Recht haben, das von ihnen gekaufte Spiel so zu konsumieren, wie auch immer es ihnen passt. Dennoch beleuchtet Icy hier ein bisschen die Seite des frustrierten Entwicklers, der jahrelang an seinem Baby gearbeitet hat und nun dank der Allgegenwärtigkeit des Internets all dem ausgesetzt ist. Aber das ist nicht die einzige Seite des Spieleerschaffens, das Icy beleuchtet. So findet man zum Beispiel E-Mails von Mitarbeitern im Spiel, die über furchtbare Arbeitsbedingungen klagen. Der Erzähler bekommt mittendrin Anrufe von seiner Frau und seinen Geldgebern, die auf ein vernachlässigtes Sozialleben und schlechte Finanzplanung hindeuten. Und so wird aus einem kompetenten, wenn auch nicht spektakulären Actionspiel ein etwas tieferer und gar düstererer Einblick in die Entwicklung von Spielen. Leider tut sich Icy dabei auch manchmal keinen Gefallen, wenn es dem Vorbild von The Stanley Parable zu nahe kommt. Manche Szenen ahmt es so stark nach, dass man fast schon von einem Abklatsch sprechen kann. Dabei erreicht es weder die Qualität des Writings noch des Erzählens. Wenn es jedoch auf seinen eigenen Faden wandelt, werden hier viele interessante Einblicke gewährt. Und das war meine kurze Analyse von Icy als Spiel über das Erschaffen von Spielen. Das ist aber noch lange nicht alles, was Icy zu bieten hat. Und in unserem Podcast, dem Talkthrough von Icy, auf unserer Website www.goodgametogo.de gehen wir noch tiefer auf das Spiel ein. Falls euer Interesse also noch nicht erschöpft ist, könnt ihr dort noch mehr über Icy erfahren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.